Kommen wir zur Rubrik Erinnerungen. In der Nachwendezeit war das Eilzugpaar Nauen-Löbbenau zeitweise Dampflok bespannt. Schnell war ein Spitzname gefunden: Gurkenzug. Frühmorgens um 6.30 Uhr. Der planmäßige Eilzug 1681 nach Löbbenau steht in Nauen zur Abfahrt bereit. An der Spitze die damals Wustermarker 528075. Lokführer Thomas Kratz und Heizer Günther Hans sind heute auf der Lok. Bereits im Herbst 1990 ist das samstägliche Eilzugpaar Nauen-Löbbenau erstmals mit Dampf bespannt. Der große Zuspruch zum Plandamm führt dazu, dass ab dem Sommerfahrplan 1991 der Eilzug nun fast immer mit einer Dampflok fährt. Auch die Wustermarker 528006 ist regelmäßig vor den Zügen im Einsatz. Heute steht die Maschine kalt in Hermeskeil. Berlin ist bereits erreicht. Vorbei geht die Fahrt am damals stillgelegten S-Bahnhof Heerstraße. Durchfahrt in Berlin-Charlottenburg mit 80 km/h und mehr. Nach Berlin-Spandau wird auch im Bahnhof Zoologischer Garten gehalten. Nächster Halt ist in Berlin-Friedrichstraße.
Die ehemalige Grenzstation zwischen Ost- und West-Berlin ist längst wieder ein normaler Bahnhof. An der Spitze 52-81-17. Auch diese Reko 52er war in Wustermark beheimatet. Heute steht sie kalt in Falkenberg-Elster. Am Bode-Museum ist der alte Stadtkern Berlins erreicht. Die Berliner Stadtbahn schlängelt sich auf 731 gemauerten Rundbögen durch die Stadt. S- und Fernbahn haben jeweils eigene Gleise. Nach einem Halt im damaligen Berliner Hauptbahnhof dampfen wir nun über die Gleise Richtung Cottbus. Wieder ist Höchstgeschwindigkeit angesagt. Lübben Hauptbahnhof. Der Ort liegt bereits im Spreewald. An der Spitze des Zuges jetzt 52-80-79. Auch das BW Berlin-Schöneweide stellte regelmäßig Reko 52er für das samstägliche Eilzugpaar. Versorgt wurden die Maschinen im BW Cottbus. Anfang der 90er Jahre noch ein richtiges Dampf-BW. '52-80-79 wird für die Rückfahrt gedreht. Sie ist heute noch betriebsfähig und gehört zum Bestand von Dampf Plus. Im Oktober 1994 ist der letzte Gurkenzug mit Dampf gefahren.